Was geht ab, meine Z-Fighter? Ozer hier. Und heute gibt es sehr viele gute und schöne News, sowohl für das globale Dokkan Battle als auch für das japanische. Denn beide Versionen haben ein Update erfahren und wir schauen uns demnach alle Informationen und Details an. Wir fangen an mit der globalen Version, denn ihr seht schon, die Jungs Strength Rose und Tech Vegito Blue wurden angeteasert in-game für das globale Dokkan Battle. Wir haben auch schon einen Release Day. Das ist der 20.04. 8.30 Uhr unserer Zeit, diesen Freitag. Wobei ich zu dem Release Day mal generell was sagen muss. Sie werden ja geleakt von den Data Minern. Schaut doch zum Beispiel an die DBZ Space. Von dort holen wir sie. Diesen Release Day für die beiden Jungs haben wir daher, dass diese Information, die ihr hier seht, zum genannten Datum Freitag 8.30 Uhr abläuft. Und folglicherweise, logischerweise, sollte dann das, was geteasert wird, kommen. Jedoch wurden jetzt irritierenderweise auch bei dem Schedule-Tab für die Charaktere selbst ein anderes Datum genannt, nämlich für morgen, Donnerstag, 8 Uhr morgens. Was halte ich für wahrscheinlicher und warum? Ich halte das erste Datum Freitag für wahrscheinlicher, 8.30 Uhr, warum? Weil im japanischen Dokkan Battle war es genauso, als diese zwei Jungs rauskamen, dass erstmal ein anderes Datum genannt wurde bei dem Schedule-Tab, und sie das dann verändert haben. Das haben sie wahrscheinlich gemacht, weil sie wissen ja auch schon, Bandai weiß da sicherlich, dass da Datamine unterwegs sind und wir die ganzen Daten bekommen aus den Datamines, aus den Leaks. Und ich denke, sie wollen das dann ein bisschen vertuschen, weil in JP war es wirklich genauso. Aber anderes Kriterium, was ich dafür wahrscheinlich halte ist, die momentane Celebration, die läuft erst am Freitag ab um 0.59 Uhr. Und folglicherweise sollte danach eine neue Celebration kommen, neue Informationen. Die läuft, by the way, um 1.59 Uhr ab, sorry. Und ab 2 Uhr morgens Freitag sollten dann die Informationen zu der neuen Celebration kommen, nämlich zu der Celebration mit Vegito Blue und Rosé. Und dort sollte dann auch, wie hier, gelistet sein, dass das, das und das kommt in der Celebration. Also ich persönlich halte erstes Datum Freitag, 8.30 Uhr, wahrscheinlicher wegen den Kriterien, die ich gerade genannt habe. Aber ey, es kann auch sein, dass sie es dann droppen und das wirklich keine Falle ist, sage ich mal. Wir wissen jedoch, frühestens Donnerstag 8 Uhr, spätestens, was ich persönlich wahrscheinlich halte, Freitag 8.30 Uhr. Mit den beiden Jungs werden auch ein bisschen neue Sachen kommen. Natürlich, was wir jetzt schon wissen, ist zum einen, dass es neue Tickets geben wird. Extreme Dokkan Fest Tickets und Super Dokkan Fest Tickets. Dies wiederum heißt, es ist ein Dual Dokkan Festival. Und da wird wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, der vierte Mutlisam kostenlos sein und pro Mutlisam oder auf eine andere Art und Weise. Über die Missionen auch. Über die Missionen haben wir auch schon Informationen, dass wir Tickets bekommen. Nämlich, wenn wir 50, 100, 200, 500 und 1000 Stamina verballern, bekommen wir total 5 Extreme-Tickets und 3 Super-Tickets. Aber ich denke da auch ganz sicher, werden wir pro Mutlisam entweder ab einem bestimmten Mutlisam oder halt eben pro Mutlisam Tickets bekommen. Ist ja üblicherweise immer so gewesen im globalen Dokkan Battle, die Dual Dokkan Fest, dass sie mit dem vierten kostenlos kam und Tickets dazu. Darauf freue ich mich sehr, aber wir bekommen dann natürlich die genauen Informationen, die Tage, und das lasse ich euch auf jeden Fall dann wissen. Und ansonsten gibt es noch eine andere weitere Mission: Wenn wir jeden Tag einen Hidden Potential Stage clearen, bekommen wir einen Stone und so weiter und so fort. Genau, dann zum Update selbst: Update 3.8.3. Was hat sich geändert im globalen Dokkan Battle? Zum einen, endlich das Hidden Potential System. Wir werden uns das genauer anschauen. Nun können wir endlich einen ganzen Pfad wählen und diesen Pfad ausfüllen. Dann gab es Änderungen der Beschreibungen. Wirklich so wortwörtlich neben der Beschreibungen von Super und Extreme. Schauen wir uns genauer gleich an. Neue Skills sind hinzugekommen. Es wurde optimiert für iOS 11, Android 8.0. Und ein paar Bugs wurden gefixt. Zudem wurde das Interface angeglichen. So die Standard-Updates. Gut, dann schauen wir mal die Änderung der Beschreibungen an. Nun, wie gesagt, die Beschreibungen Super und Extreme wurden geändert. Inwiefern? Jetzt unterscheidet man zwischen Super-Type, Extreme-Type und Super-Class und Extreme-Class. Um es mal an einem Beispiel zu verdeutlichen. Denn wenn wir unseren physischen Vegito Blue nehmen, er gibt ja jedem Hero Ki plus 3 auf jeden Attribut 50%. Bis jetzt hieß sein Leader-Skill Super-Types Ki plus 3 50% auf alles. Heißt, jeder Hero hat diesen Boost bekommen. Es wurde jetzt geändert in Super-Class. Warum heißt es jetzt Super-Class? Ihr müsst es euch veranschaulich so vorstellen, dass es quasi eine Klasse ist, schrägliche Kategorie. Nicht wirklich eine Kategorie, diese Kategorie gibt es nicht, aber nur veranschaulicht. Hier zählt dann jeder Hero, der eben ein Super ist. Also der vom Typ Super ist. Er ist ein Hero. Jeder Hero bekommt diesen Boost. Egal ob Zero Waked oder nicht. Wenn ihr Vegito Blues Leader Skill nehmen, er gibt, wie gesagt, sein Leader Skill heißt jetzt Super Class,
Key plus 3 auf 400 50%. Und jeder Hero bekommt diesen Leader Skill. Wirklich jeder. Sofern er ein Hero ist, sofern er vom Super, sofern er Super ist, sag ich mal. Was hat jetzt geändert? Jetzt macht man nämlich noch die Unterscheidung zu Super Type und Extreme Type. Und dieses Typus müssen wir wirklich sehr ernst nehmen. Warum? Denn, was heißt denn Super Type? Dieses Type heißt jetzt nun, dass der Charakter, der davon betroffen ist, awaked sein muss. Sie awaked sein muss. Wenn ich euch das mal zeigen darf an einem beliebigen Charakter. Wenn wir hier mal zur Charakterliste gehen. Und wir nehmen hier Extreme Strength Zamasu. Zamasu ist awaked. Deswegen steht bei ihm dran Extreme Strength. Und deswegen ist er ein Extreme Strength Type Charakter. Oder ein Extreme Type Charakter. Wenn wir einen Zamasu nehmen, der aus dem Banner droppt, beispielsweise, hier haben wir einen, er ist nur ein Strength-Charakter, STR, da steht nichts von Extreme. Warum steht da nichts von Extreme? Dieser Super-Begriff und Extreme-Begriff bekommt ein Charakter, oder besser gesagt, Super-Type und Extreme-Type-Begriff bekommt ein Charakter, wenn man ihn Z-Awaked. Wenn man ihn jetzt beispielsweise, wenn wir Zamasu von SSR auf UR bringen, steht bei ihm Extreme Strength dran. Jetzt steht bei ihm nur Strength dran. Heißt, wenn ein Leader Skill hießen würde Extreme Strength Type Charaktere, wie bei Janemba, dann würde er den Leader Skill nicht bekommen. Weil er ist dann nicht, er gehört nicht zu dem Extreme Type, weil er nur momentan ein SDR Type ist. Andersrum würde es heißen aber, wenn er Leader Skill heißen würde Extreme Class Charaktere, dann würde er den Leader Skill bekommen, weil er ein STR Charakter ist. Ein Extreme STR, weil er zu der Klasse gehört. Zusammengefasst. Dieses Type heißt jetzt nun, dass da wirklich auch Type stehen muss, also Extreme oder Super Type. Warum ist das wichtig? Denn wenn Vegito Blue und Rosé erscheinen, dann steht in ihren Leader Skill, Super Types bekommen den Leader Skill und Extreme Types, heißt die Charaktere, die ihr in eure Team habt, müssen sie awaked sein. Das ist der Unterschied jetzt zwischen Class und Type, damit ihr das merkt und damit ihr da auf jeden Fall informiert seid. Alles klar, dann schauen wir uns mal endlich das Hidden Potential System an. Früher musste man jeden einzelnen Knoten einzeln anklicken und betätigen. Nun ist es aber anders, nämlich ihr geht hin und wählt euren Knoten, den ihr wollt, beziehungsweise den Pfad, den ihr wollt. Und bis dorthin wird alles aufgefüllt. Wenn ich zum Beispiel jetzt bis hierhin klicke und das hier wähle, dann wird mir von hier unten bis da oben alles aufgefüllt. Ihr seht den Pfad hier. Und dann steht da dran, so und so viel Orbs brauche ich. Und unten steht hier dran, so und so viel habe ich. Wenn ihr das seht, Orbs hält. Das sind meine Orbs und Required ist oben, steht dran, wie viel ich brauche. Und dann könnt ihr das Ganze so einfach ausfüllen. Das geht easy peasy. Endlich, ohne Spaß, haben die das mal integriert. Haben wirklich lange genug darauf gewartet. Ihr klickt da quasi den ganzen Pfad an. Und dann wird euch bis dahin alles angezeigt, wenn ich mal diesen ganzen oberen rechten Pfad nehmen würde. Dann steht ihr dran, okay, so und so viele Orbs brauche ich. Wenn ich auf Activate klicke, aktiviert mir das Ganze und boom, alles wird aktiviert und dieses Geklickerei, das Geklickerei ist endlich Vergangenheit. Alles klar, so viel zu den Global News. Jetzt schauen wir mal uns natürlich kurz die japanischen News an. Und im japanischen Lokal Battle wissen wir, dass Elabirus da ist. Er ist ja schon online. Aber wie gesagt, zum Update selbst 3.12.0. Da kamen nicht so viele Sachen, wenn ich ehrlich bin. Ja, die Standardsachen, UI Changes, Bugfixes, New Skills Added, wobei wir nicht wissen, was genau das ist mit den New Skills. Aber was sich da, sag ich mal, primär geändert hat mit dem Update ist, dass Dokkan, die Liste der Dokkan Awakenings, nämlich wenn ihr hier draufklickt, dann seht ihr ja, der und der Charakter kann sich Dokkan awaken und sie haben das jetzt nun strukturierter gesagt, sage ich mal. Sie haben da einen Filter reingesetzt, ihr könnt euch das Ganze filtern, wobei ich gerade nicht selbst weiß, wie der Filter genau funktioniert. Das sind ganz sicher die Typen, ja. Das wäre nur AGL, das ist Tag-Type, Int, STR physisch und dann haben wir hier natürlich Super-Type wäre so aktiv und hier Extreme-Type. Da bin ich mir ganz sicher, dass das so ist, genau richtig. Und hier könnt ihr alles wieder unten links wählt ihr alles aus, hier wählt ihr alles ab. Das hat sich, by the way, auch in der Charakterliste geändert, dass ihr jetzt alles abwählen könnt, alles wählen könnt mit zwei verschiedenen Button. Davor war es nur ein Button, beziehungsweise konnt ihr nur abwählen und müsst dann resetten. Anyways, und hier oben sind dann quasi mehrere Tabs. Ja, ich kann auch selbst kein Japanisch, aber das wird dann quasi strukturiert nach entweder, wann ihr die Charaktere bekommen habt, welche Charaktere es sind, ja, Rarität. Ich würde mal sagen, das ist nach Agility, nach Typus zum Beispiel, erst Agility-Charaktere, und so weiter und so fort. Da müssen wir selbst mal probieren. Aber wir müssen uns das Ganze mal anschauen. Was hat es denn hier jetzt geändert?
Was ist denn das? Hier könnt ihr nachschauen, welche Charakter welche Medaille braucht. Wenn wir jetzt den neuen Virus haben, hier, ihr könnt drauf gucken, okay. Da steht auch dran, okay, so und so oft habt ihr den Virus. Und ihr braucht diese Medaillen, um ihn zu awaken zum TOR. Und dieser TOR wird dann zum LR mit so und so vielen Medaillen. Ihr könnt jetzt auch, by the way, wenn ihr gedrückt bleibt auf den Charakter, dann poppt der Charakter auf und ihr könnt euch die Informationen ansehen. Halleluja, endlich. Wenn ihr einmal hier unten klickt, dann scrollt euch es ganz runter. Und wenn ihr oben klickt, scrollt es euch ganz hoch. Das ist so typisch bei einem Fenster. Und dann ansonsten, wie gesagt, seht ihr, okay, zum Beispiel bei diesen Gohan hätte ich einmal. Ich kann den Doku erwecken, ich habe auch die Medaillen. Das ist eben nur eine Liste, wo ihr sehen könnt, okay, diese Charaktere haben ein Doku Awakening und das wurde jetzt angepasst mit dem Filter. Ja, die Usability wurde angepasst, das Interface etc. etc. Warum ist das Ganze hier Gold? Das ist Gold angereimt, weil es dann schon, es signalisiert uns, dass wir den Charakter haben. Ich habe einen Kalifler schon Doku Awakened, deswegen ist das auf in Golden. Wie zum Beispiel, ja, hier sehen wir ja mehrere, ja. Die Charaktere sind bei mir golden, die habe ich. Und genau, so viel hat es eigentlich nur im japanischen Dokkan Battle geändert. Und deswegen würde ich sagen, bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, die Informationen haben euch gefallen. Global geht einiges mehr ab. Global bin ich auf jeden Fall gespannt. Was sagt ihr dazu zu Vegito Blue Rosé? Seid ihr auch gespannt? Für wen werdet ihr pullen? Vegito Blue Rosé würde mich auf jeden Fall interessieren. Und bis dahin wünsche ich auf jeden Fall eine schöne Zeit. Wir sehen uns das nächste Mal. Peace.